sind unausgewogen, das ist nicht fair! Hiermit eröffne ich das große Geheimtreffen der Medienimperien Amerikas. Wir sind hier, um die nächste schwachsinnige, gefakte Krise zu erfinden, die die Amerikaner wieder in ihre dunklen Zimmer zwingt, gefesselt an den Fernseher und zu ängstlich die Werbeblöcke zu überspringen. Also ich finde... NBC, Sie sind hier, um zuzuhören und nicht um zu sprechen. Ich bin für die gute alte Gesundheitspanik. Eine neue Krankheit. Niemand ist immun. Das ist wie 9-11, aber statt der Terroristen ist es eine Epidemie und statt dem 11. September ist es immer. Das ist grandios. Ich bin ungern derjenige, der das blockiert, was alle toll finden. Er ist wahnsinnig gern derjenige. Aber Janice, wir haben unsere Prinzipien. Wir können nicht einfach eine Krankheit erfinden. Wenn wir moralisch integer sein wollen, müssen wir die Menschheit mit einem tödlichen Virus infizieren. Wir hätten da was in petto, aber es ist noch nicht getestet worden. NBC, kommen Sie her. Wir glauben an die Notwendigkeit von Tests, aber... Wow. Wow. Großartig. Yeah. Gut, unsere tödliche Krankheit hätten wir. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendeiner Sache anhängen, die bereits in jedem Haushalt ist und wovor die Menschen jetzt schon etwas Angst haben. Die neue Hauskatzengrippe ist im Anmarsch. Die Zentrale für Seuchenfehlinformation sagt mit einer ungewissen Wahrscheinlichkeit voraus, dass die Hauskatzengrippe sich vielleicht hypothetisch so verbreiten wird. Also Vorsicht, das warme Fellknäuel auf Ihrem Schoß kann vielleicht schon bald zu einer tödlichen Gefahr für Sie werden. Die Bürger von Springfield sollen sich bei folgenden Symptomen für weitere Informationen bereithalten. Etwas Durst, gelegentlicher Hunger, Müdigkeit am Abend. Ich weiß nicht, ob das Katzensandwich überhaupt den Erfolg gehabt hätte. Schnell, Junge, wir müssen alles...